wo ich das Video von dem Platz gesehen habe, da habe ich zur Bar gesagt, wenn wir da runterfahren, da muss ich hin. 4K. Aber 4K werde ich gefilmt, höre ich gerade. Guck mal, Kinder, das hat es ja wohl vorhin erzählt. Der T2. Hoch und up and down haltmäßig. Ich bin überwältigt. Wie schön das hier ist. Nur mal so, nur gucken. Jetzt sitze ich schon wieder auf so einem Grat. Barbara in Gefahr. Jetzt haben wir hier, da oben seht ihr den Gipfel vom Mont Ventoux. Jetzt sind wir ja sind da weggefahren. Auf der anderen Seite fahren wir jetzt runter. Und da ist das Ehrendenkmal von Tom Simpson. 1967 bei der Tour de France auf dem Weg zum Gipfel ums Leben gekommen, genau an dieser Stelle da. Und das Denkmal, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar ist der schon dreimal vom Rad gefallen und die Zuschauer haben den immer wieder aufgeholfen und angeschoben. Heute undenkbar in der heutigen Zeit, aber Grund genug für uns, hier natürlich mal einen kleinen Besuch abzustatten. Ja, so sieht es dann hier aus. Oder Mützen, irgendwelche Andenken. Wahnsinn. Werden immer wieder weggeräumt, weil... Weil sonst werden das ja viel zu viele. Genau. Also wie gesagt, die Radfahrer, die hier hochkommen, lassen dann ihre Flaschen bestehen. Also ich, ob man das jetzt hier lesen kann. Da, am 13.07.1967. Ja. Bonjour. Leute, ist das ein Platz hier, eine Aussicht? Pass auf, hier ist ganz abgebrochen. Hast du es gesehen? Ich bin da. Ja, ja. So, ihr Lieben, wir sind angekommen am Camping Valereus. Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Da oben das Schild. Camping La Valereus. Stehe jetzt hier und Barbara ist gerade zur Rezeption gelaufen und wo ich das Video von dem Platz gesehen habe, da habe ich zu Barbara gesagt, wenn wir da runterfahren, da muss ich hin. Also, ich habe auf den Bildern schon gesehen, aber wo ich gerade hier die Kamera lief, ja, den Wow-Effekt, wo ich dann hier reingefahren bin. Ich filme einmal mal so ein bisschen rum. Da unten ist der See. So, und da ist normalerweise der Wasserskifahren, aber die Anlage ist wohl abgebaut im Moment. Jetzt schaut euch das an. Jetzt ein bisschen Gegenlicht gerade. Schaut euch das an da hinten. Ist das der Wahnsinn? So, ich habe mich jetzt mal auf den Weg gemacht. Das dauert wohl ein bisschen länger hier. Da hinten stehen wir, ist die Einfahrt. Und da, wenn ich das richtig sehe, ist die Rezeption. Also Barbara ist gerade bei der Rezeption. Und hier in der Rezeption ist so ein ganz kleiner Mini-Laden, wenn ich das hier richtig sehe. Die jetzt auch noch einen richtigen Supermarkt haben, weiß ich nicht. Da kann man so ein paar Kleinigkeiten holen hier. So,
Die Barbara hat einen Plan gekriegt und da sollen wir uns jetzt einen Platz aussuchen. Alles, was grün ist. So, da hinten von der Rezeption die Schranke. Wir laufen ja erstmal, wir stehen draußen, haben da draußen geparkt. Und da ist der Plan, ne? Genau, also hier unten ist schon alles voll. Räder, ja. Da stehen auch große Camper. Ich denke mal, da wäre eigentlich. So, da die Rezeption. Sind wir gerade gekommen. Die ersten Plätze haben wir uns angeguckt. Hier ist dann übrigens direkt der Pool. Der Pool. Und ich bin gerade, wenn ich das so sehe hier, total geflasht, Leute. Guckt euch das an. Hier ist übrigens das Waschhaus. So wie es aussieht, jemand muss hier sein. Vermutet die Barbe. Chemietoilettenentsorgung. Ist da, haben wir das auch schon mal gefilmt. 4K werde ich gefilmt, höre ich gerade. Muss ich laut sprechen, okay? Ich weiß. Ja, wir sind hier rückwärtig der Rezeption. Wir zeigen die gleich von vorne. Einmal hier ein kleiner Plan. Hier ist der See. Hier befinden wir uns, Rezeption. Ja. Dann hier unten die Plätze. Die sind eigentlich ganz schön hier für größere Fahrzeuge. Das hier sind alles so Baumhäuser. Haben die also unheimlich viele auch. Hier ein paar Häuser. Unser Platz ist der hier, C07. Der ist jetzt wirklich gut. In der Nähe vom Sanitärgebäude und auch vom Pool. In der Hauptsaison hätten wir den wahrscheinlich nicht genommen, weil direkt daneben auch die Kinderanimation ist. Die ist aber jetzt schon geschlossen. Wir hätten uns aber auch hier oben hinstellen können. Also wir haben heute einen Plan bekommen. Da wurde markiert, was frei ist. Und dann konnten wir uns einen Platz aussuchen. Hier hinten ist auch sehr ruhig der Bereich. Gucken wir, vielleicht gehen wir gleich auch noch mal eine Runde hier. Einmal spazieren. Und der Frank, der war heute schon hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt oder noch sehen werdet. Der war hier oben schon. Genau. Wandern und Klettern ist also hier ein absoluter Traum für Wanderer und Kletterer. Und hier in der Rezeption, da gibt es auch Kletterführer, wo die ganzen Routen beschrieben sind und auch die Schwierigkeitsstufen. Wo sind wir jetzt hier? Ja, wir sind Großraum genau unten Maspassé. Unterhalb von Orgon. Da sind wir jetzt. Mhm, genau. Rechts ist unten ist Marseille. Hier ist die Camargue. Camargue, genau. Und dann geht es weiter in die Richtung demnächst. Avignon ist ja auch drin, genau. In der Nähe. Da ist ja auch ein schöner Übernachtungsplatz, ne, wenn man in den Süden unterwegs ist. Ja, ja, und der Platz ist also Träumchen. Aber die Bilder seht ihr oder habt ihr ja gesehen? Ich denke mal da vorne, weil wir ja an der Einfahrt sind. Aber da müssen wir die Dame hier nochmal fragen. Hier ist Frischwasserschlauch, wahrscheinlich kann man hier Wasser auffüllen. Aber wo jetzt hier eventuell die Grauwasserentsorgung ist, das ist, ergibt sich mir noch nicht. Hier ist zwar nochmal so ein Loch, aber da müssen wir nochmal fahren, das wissen wir nicht. Das sehen wir nicht, weil hier ist ja die Ausfahrt. Früher gab es hier wohl mal so einen Lebensmittelladen auf dem Platz. Jetzt aber nur zu so Mini-Sachen, wenn Filtertüten vergessen wurden, mal einen Kaffee oder so. Habe ich gefilmt. Ja, hast du gefilmt? Ja. Weiß wirklich nicht viel. Nee, ist eigentlich gar nichts. Also auf jeden Fall vorher einkaufen gehen, vor allen Dingen auch Getränke. Haben die zwar auch hier gekühlte, ne, aber. Ja, und was für uns natürlich schade ist, dieses Restaurant hat jetzt im Moment, ist ja schon in Nebensaison, nur noch geöffnet von Donnerstag bis Sonntag. Und von Montag bis Mittwoch, ja. Genau. Also selber kochen. Und für die Schranke gibt es einen Code, ne? Genau, den verraten wir jetzt aber nicht. Nee. Bonjour. Ja. Hier. Keine Ahnung, wofür diese Rampe sein soll. Ihr könnt da schwimmen gehen. Da drüben ist ja der Campingplatz. So, Kinders, jetzt noch mal für euch. Die Sonne ist jetzt weg. Ja, das Auto ist GA. Hier ist der Pool. Da waren wir heute schon zweimal drin. Mega, die liegen. Seht ihr hier? Mega. Und der Ausblick vom Pool im Wasser bis. Und man achte auf mega. Die Liegen. Habe ich gerade schon gesagt. Die sind saubequem. Also wirklich jetzt. Campingplatz sind jetzt schon. Jetzt sind wir wirklich ganz am Ende, ne? Ja. Und da haben wir entdeckt, hier wäre nochmal ein mega Platz gewesen. Der ist ja noch gar noch frei, ne? Genau. Guck mal, da seht ihr, da steht sogar ein Hümer, so ein großes Ding noch. Hier ist jetzt wirklich Ende um diese Kurve rum. Da ist nichts mehr. Aber guck mal hier, wenn du hier jetzt stehst, da ist doch der absolute Wahnsinn. Und ruhig, ne? Hier, ne? Der Platz. Hier, der wäre auch noch frei gewesen. Ist das G oder C15 hier? G. G15. Oder der G1 hier. Ja.
Der und Platz wäre auch. Frei war da. Aber wo? Ich weiß auch nicht, ob hier hinten noch jetzt Strom ist. Weil ich hatte ja gesagt, ich wegen Strom. Ja gut, das wissen wir jetzt nicht. Also ich sehe jetzt hier aber auch keine Stromsäule. Davon ab jetzt mal. Also die ja mal so zwei, drei Tage autark, ganz autark stehen können. Kann man da hinten auch noch lang laufen? Hier runter? Guck mal, Kinder, das hattest du ja wovon erzählt haben. Der T2. Was ist der T2, ne? VW-Bus, cool, ne? Mit der Box da oben drauf. Aussteller. Und richtig stilecht, die Stühle. Kennst du die noch von früher? Mein Gott, die alten Dinger aus 70er, Anfang der 80er Jahre, unfassbar. Hammer, ne? Geil, absolut geil. Ja. Mal Leute, habe euch zu viel versprochen von dem Platz. Also wenn der nicht mega ist, Naturcamping hier, dann weiß ich auch nicht, ehrlich. Auch wenn man jetzt kein Kletterrecht hat, aber hier kannst du, hier gibt es Wanderwege ohne Ende in alle Richtungen. Ja. So, und dann kommst du hier am Campingplatz mal eben wieder weiter und dann stehst du auch mal direkt vor so einer Felswand. Leute, ich entschuldige, dass ich mich immer wiederhole, aber ich kriege hier gerade irgendwie. Was denn? Nee, sag ich jetzt nicht. Nee. Habe ich ja schon mal am Nürburgring gesagt. Ja, voila. Unser Platz. Ich will gar nicht mehr so nah. Da ist der Pool übrigens. Frank, du filmst es immer in 4K, ne? Ja, du kommst ja mal näher, wenn ich filme. Ja, wegen Falten. Dann sieht man dich nicht. Ach, Falten, so, weißt du? Ich habe jetzt mal für euch mal beschlossen, für ab heute hier 4K zu filmen. Ja, wir gucken mal, wir schauen mal, ob es klappt. Ja, natürlich klappt das. Habe ich nur noch nicht gemacht. Bis jetzt mal Full HD. Ja. Aber ist schon ein Unterschied, ne? So. Ja, so. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Platz und ich bereite jetzt Abendbrot vor. Ich weiß nicht, Frank, der noch eben da das Sanitärgebäude drin. Das ist übrigens für alle, die wissen wollen, C7 hier. So, hier ist Sanitärgebäude, Toiletten, Duschen und so weiter und so fort. Und noch dieser Fitnessparcours, ne? Ah ja, der Fitnessparcours, der aber ist. Aber gib mir schon mal einen Schlüssel, ich fange schon mal an hier, sonst gibt es schon also nichts mehr. So, Kinder, was meint er? Gestern habe ich ja noch über die. Nee, gestern. Über die deutsche Nationalmannschaft so abgelästert, weil die so gespielt haben, die letzten Würste. Und jetzt gucke ich mal, ob ich so einen Ball da reintreffe. Schauen wir mal, wie ich war. Probier ich mal aus. Da sind die drei. Rot, gelb, gelb oder links oder rechts. So, jetzt ziehe ich mal meinen Schuh aus. Barfuß. Hier liegt der Knicker. Gucken wir mal, ob wir da was treffen. Bumm. Den ersten direkt versenkt. Den zweiten. Das war schon nicht schlecht. Aber jetzt machen wir nochmal einen von der Seite hier. Noch irgendwelche Fragen jetzt? Rudi. Stell mich Dienstag in die Spitze auf gegen Frankreich. Komm. Also ich will jetzt keine Namen jetzt, die auf irgendwelchen Listen stehen, aber natürlich auch ein Topmann. Hast doch gesehen, was da am Bach ist jetzt. Ein kleiner Spaß. So, jetzt gehen wir gucken, was die Barbara macht. Bis gleich. So, jetzt sind wir gerade am Essen. Heute gibt es wieder Salatmischung. Brot dabei. Und Halbfettmargarine, glaube ich. Aioli. Und ein Radler. Und ich warte jetzt nur auf die Barbe, weil ich habe schon angefangen, die sitzt da. Guck mal. Ja, ich warte auf die Camembert. Nein. Ach so, die gibt's auch. Die macht gerade wieder Wett mit Insta, habe ich gerade gehört. Ja, aber nur ein bisschen. Dieses Mal machen wir nicht so viel in dem Urlaub. Ja. So ein bisschen weniger Medien und so weiter ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Oder? Ja, während ich jetzt hier so schön meine Basis chill und auf den Rest vom Essen noch warte, gucken, dass keine Fliegen kommen, Entschuldigung, gucke ich dann so und dann da hoch mit der Aussicht. Wenn ich mich umdrehe, da hinten, ja, einfach mega. So, und das soll es jetzt auch für heute Abend gewesen sein. Hast du noch was zu sagen? Nein. Barbara hat auch nichts mehr zu sagen. Und morgen gehen wir beide mal zusammen eine kleine Wanderung machen. So. Schönen Abend euch allen zusammen und
Ja, bis morgen irgendwann. Ja, Kinders, wer mich kennt, weiß, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Hier gibt es Kletterrouten ohne Ende. Ich bin jetzt auf Erkundungstour. Mir juckt es richtig in den Fingern, wisst ihr ja. Und deswegen nehme ich euch mal ein bisschen mit, mache Film, ein paar Aufnahmen, weil die Gegend hier ist einfach mega. Da geht es jetzt gleich auf den ersten Gipfel. Und da unten, da seht ihr den See, wo das rote Auto steht. Da kommt ihr mit dem Camper an. Jetzt hier im ganzen Wald verteilt. Hier unter mir, da ist der Campingplatz. Wenn wir nur mal gucken, dann sitze ich schon mal hier auf so einem Grat. Ich kann nicht anders. Also das Licht ist mir in eine Wiege gelegt worden. E Andrea aveva un amore. Na, von Not bin ich gerade gekommen. Alles machen und ich bin wieder eigentlich dahin gekommen, wo ich hin wollte. Klappt nicht immer. Manchmal ist es einfach zu schwer ohne Sicherung oder man findet den Weg nicht, aber einfach drauf los, mach das mal, auch wenn es so leichte Wanderungen sind. Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Da sitzt der Barbe. Noch nicht ganz fit, aber. Und der Frankie, erste Nacht in La Valla. Nee, sagen wir einfach in der Nähe von Orgon. Nee, hat keinen Zweck. Bei Orgon, also direkt bei Orgon. Ja. Auf dem Campingplatz habe ich alles schon eingeblendet. Erste Nacht warum? Und jetzt kann man. Also, es ist noch angenehm jetzt, ne? Temperaturen? Ja. Kann man aushalten? Ja. Ja, und ich habe da gestern ja Croissant und Baguette vorbestellt. Brötchen haben wir ja gar nicht. Habe ich gerade geholt. Hier die zwei Croissants und die Baguette-Stange. Yam Yam steht da drauf. Yam Yam. Und was ich jetzt noch gestern sagen wollte, zu dem Platz, was ihr wissen müsst, ist, ihr habt ja also schlecht Internetempfang. Ach ja, genau. Hotspot aufbauen mit dem, das zum Beispiel geht nicht. Man kann, ich habe mit der Frau ja gesprochen, wie unter Free Wifi kannst du die Internetoption buchen. Da war zum Beispiel ein Tag 6 Euro. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber die Möglichkeit habt ihr dann. Mhm. Ob das jetzt funktioniert, vielleicht versuchen wir heute mal, weil heute Fußball kommt. Genau. Dass wir für einen Tag mal hier eine Internetoption buchen. Weil sonst können wir heute Abend ja kein Deutschland gucken. Ist immer so am Laden zwischendurch und dann hört er wieder auf und dann geht es mal 5 Minuten, dann ist was für ein Arsch. Deswegen haben wir jetzt gesagt, mal gucken. Also aber das sollte man wissen. Ohne Fernsehen, ohne Internet ist auch nicht mal so schlimm. Ne? Ich habe gestern ganz schön gelesen von mir. Ja, und ich habe am PC gearbeitet. So, jetzt Frühstück, weil es mal abends schwer wird. Ja. Bis später mal. Tschüss. Ciao. Hi, jetzt sind wir hier in der Rubrik. Hier war ich ja gestern schon mal. Die Bilder hänge ich jetzt einfach mal wahrscheinlich hinten dran. Habe die Barbara erstmal mit hier hochgeschleppt. Barbara in Gefahr. Danke, geschleppt. Den Dirk sei Dank. Barbara in Gefahr. Nein, wir werden ganz langsam versuchen, nicht zu viel heute machen. Nee. Ist mit der Knatscherei jetzt fertig? Mimi. Nee, auf dem Gipfel, wo ich gestern war, ist da vor oben, ist da ist übrigens schon der Gipfel. Ne? Okay. Da übrigens, da ist schon mal der Gipfel und ich weiß noch nicht ganz genau, weil die, ob ich die Barbara da aufkriege, werden wir jetzt gleich sehen. Aber die Drohne, die habe ich nämlich gestern gar nicht bei gehabt. Nochmal einmal fliegen lassen. Aber ist das nicht ein Panorama?
Schon schön hier, ne? Echt. Wahnsinn. Gucken wir mal. Ruhe vor allen Dingen, ne? Ja. Auch der Weg hier unten, ich würde den jetzt gerne noch weitergehen. Den Weg da bis hier, weiter bin ich gestern auch nicht gegangen, aber den gehen wir gestern nochmal weiter da ins Tal rein. Mal gucken, mal, wie es dann dahinter aussieht. Barbe. Wie war die Gipfeltour? Bisschen ans Schwitzen gekommen? Mit Händchen halten ging das aber, ne? Ich habe sie da hochgeführt und wieder runter. Jetzt gehen wir mal hier. Da oben waren wir übrigens gerade. Da sieht man den Gipfel mal wieder von der anderen Seite aus. Die Spitze da oben. Der große, den man vom See aus sieht. So, hier sind gerade die anderen alle. Und jetzt laufen wir hier. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Die Wanderung. Nur wie weit wir die jetzt machen, wissen wir noch nicht genau. Wir müssen uns beide noch ein bisschen erholen. Wir waren ja noch. Bei mir ist das noch keine Woche her. Bei der Barbara ist das jetzt etwas über eine Woche her, ne? Ja, eigentlich eine Woche. Gestern eine Woche. Gestern war eine Woche, also wir darfst du nicht zu viel machen. Wir gehen einfach ganz eine gemütliche Wanderung. Das da gerade hoch, da war ja wirklich jetzt nicht viel, da hinten rum. Aber ob wir die ganz machen, da sollen 6 Kilometer sein. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal. Wir laufen erstmal mal gucken, was noch so kommt. Auf jeden Fall wunderschön hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Kleiner Zwischenbericht, ne? Wir haben jetzt genau, jetzt muss ich mal gucken, was wir haben. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. 4 Kilometer, 200 Höhenmeter, 1 Stunde 53 mit den ganzen Tonerei vollen sind wir unterwegs, ne? Ja. Einzige, was nervt, sind die Mücken, ne? Ja, hier sind komischerweise viele Mücken, obwohl hier gar kein Gewässer ist, ne? So, jetzt sind wir wieder. Jetzt steilberg runter hier. Ja. Ich hoffe, man sieht da auf der Kamera gar nicht so. Wir müssen ja wieder runter ins Tal. Ja. Jetzt irgendwo da unten runter durch die Schlucht gehen, müssen wir wieder zum Campingplatz zurück. So, die Barbara zieht gerade ihre Kletterschuhe an. Seht ihr ja hier. Unter dem Dach geht's lang. Da hängen überall schon die Expressschlingen drin. Hier genau an der Kante entlang. Ja, Wahnsinn. Das ist was. Wie heißt das nochmal? Expressschling. Das ist was richtig für die Cracks hier. Also ich rede mal jetzt hier von Schwierigkeitsgrade, 10.11. Schwierigkeitsgrad. Um den Dreh wird sich das hier bewegen. 10.11? Ja, mindestens. Also hier, ganz ehrlich, würde ich gar nicht vom Boden abheben. Das ist wirklich nur was für die Leichtgewichte, die 7 Tage die Woche klettern. Die können da hochklettern. Da, an dieser Überhänge. Da ist ja also hier komplett. An der Dachkante lang. Da hängst du die ganze Zeit nur an der Arme und an Bayer. Das ist der Hammer. So, wir müssen weiter. Den Trampelpfad, da hinten ist ja die Kirche. Die haben wir vorhin schon mal gefilmt. Die sieht man da oberhalb von Orgon. Die Felsen da oben, da waren wir vorhin da hinten mit der Barbe. Da sind wir ganz außen rumgelaufen. Ne? Und jetzt sind wir fast wieder zurück. So, geschafft. Das ist die Barbe. Also, kurzer Blick auf den Tacho. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Keine Ahnung. Also knapp bis wir am Campingplatz, der ist übrigens da unten. Da hinten ist den Pool. Da sind die Häuser. So. Da sind aber 8 Kilometer. 220 Höhenmeter. Wenn ich dran denke, von der wunderschönen Runde hier, spiele ich euch mal das von meiner Uhr, das Profil ein. Wenn ich dran denke. Das ist ohne Gewehr. So. Die letzten Meter noch. Dann haben wir es geschafft für heute. Aber Barbara, ja? Hier geht runter. Abkürzung. Mumu Tour oder Heldtour? Mumu, da mache ich die Heldentour. Fällt mir jetzt nur, wenn ich jetzt hier auf die Fresse legen würde. So, natürlich nicht. Ist doch klar. Wenn es so eine Abkürzung gibt, da kann ich doch nicht außen rumlaufen. Das könnt ihr mit mir nicht machen, Leute. So,
Dann sind wir wieder zurück am Platz. So, Frankie ist wieder on Tour. Heute letzter Tag nochmal. Mit Barbara habe ich auch schon eine Wanderung gemacht, aber da ist noch ein Gipfel, den habe ich noch nicht erklommen. Und, sagt zu meinem Outfit, geil, ne? Also, kann so nicht jeder tragen, ich weiß. Aber ich habe mir gedacht, mal was anderes. Ne? Bring mal ein bisschen Farbe ins Spiel. So, und jetzt geht es wieder gleich auf wie auf dem Berg. Später. So, Kinder, ich habe versucht, den dritten Gipfel zu erklimmen. Das ist der höchste, der ist da oben. Aber hier drehe ich jetzt um, weil ich stehe jetzt hier gerade so auf so einem kleinen Podest. Zeige ich euch das mal. Da geht's Obi. Und da geht's auf diese Plattform und dann geht's da hoch. Hier ist übrigens nochmal so ein Haken zur Sicherung, aber ich habe ja jetzt nichts bei. Ich habe jetzt hier einen guten Griff, da mache ich jetzt mal die Filmaufnahme hierfür. Jetzt doch, weil hier, zeige ich nochmal, wenn es da runter geht, ist vorbei. Aber das lasse ich jetzt, weil der Urlaub geht da noch ein bisschen länger. So, jetzt geht es hier wieder runter. Ich wollte das nochmal eben zeigen. Eine scharfen Kante. So, an der Zacke da habe ich gerade gehangen. Seht ihr den Zack, die Zacke da? Ja, top off, La Valla Reuseu, oder wie auch immer. Guck mal, die finsten Vögel hier. Wahnsinn, ne? Da unten der Swimmingpool. Ja, und jetzt da hinten die Kirche. A7, geht die Sonne unter. Ich glaube, wir haben schon gleich 7 Uhr. Ja, hallo liebe Camping- und Wurmelfreunde, da sind wir beiden hübschen wieder. Hi. Barbe in Gefahr, der Tag ist vorbei. Nein, war nicht so schlimm. Sah nur so aus. Ja, war schon. Ich habe schon. Obwohl, andere Gefahr, ich bin voll zerstochen. Da oben waren nämlich so viele Mücken. Ich habe nichts. Ich habe jede Menge Mückenstiche am Arm und ja, am Bein. Ja, unsere Zeit hier in La. In Nähe von Argonne. In Nähe von Argonne. Habe ich ja eingeblendet. Ist jetzt vorbei. Ich war. Und übrigens, schreibt mal in die Kommentare, wie meine neue Hose findet. Die habe ich da oben angehabt heute. Ich war noch mal allein unterwegs. Die Bilder habt ihr auch gesehen. Die habe ich hinten dran gehangen. Ich konnte ja nicht genug kriegen hier. Ja. Ich war noch mal auf den höchsten Gipfel, aber egal. Der Platz ist super, die Gegend ist super. Ja. Nur Internet ist scheiße. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Kann man aber kaufen. Genau. Das müssen wir gleich auch machen. Boah, mir juckt schon wieder alles. Fußball gucken. Ja, heute spielt ja Deutschland wieder. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video hier von dem Platz hier in Südfrankreich gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren. Mhm. Wir fahren weiter Richtung Kap Dag, ne, kann man sagen? Kap Dag, Richtung Kap Dag. Kap Dag. Kap Dag. Direkt am Mittelmeer diesmal. Mhm. Und da dürft ihr nicht verpassen, das wird schon auch wieder spannend, wie ich mich kenne. Und ja. Zum Abschluss hier gibt es nochmal aus dem Omnia, die Barbara ja. Ja, wie das Übliche gezaubert, zeige euch mal hin. Ohne Pottgericht, das Übliche, ach, ohne schnell. Ohne Pottgericht. Ohne Pottgericht vom Frank, genau, einfach nur Tortellini, Thunfischauflauf, fertig, aus, die Maus. Aus die Maus, so, vielen Dank fürs Zuschauen, arrivederci, macht's gut, bis demnächst in Kap Dag. Vielleicht, wenn wir dann Platz bekommen. Maybe. Maybe. Tschüss. Ciao.